Moin Moin, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin gemeinsam mit meinem Bruder und mit seiner Freundin unterwegs und wir schauen uns heute einen etwas gruseligen Ort an. Und zwar ein alter Bauernhof mit einem riesengroßen Pferdeskelett. Das ganze Haus ist komplett eingerichtet. In den Kühlschränken sind noch Lebensmittel drin. Es ist ein riesengroßes Pferdeskelett hier mit Fleisch. Also mir wurde richtig schlecht. Ist auf jeden Fall noch einiges da, einiges noch vorhanden und auch nicht so viel kaputt gemacht, leider nur durchwühlt. Ich würde sagen, wenn ihr trotzdem Bock habt, seid mit dabei. Viel Spaß mit diesem Video. Und zwar, wie wir als erstes hier sehen, kommen wir jetzt in einen Raum rein. Dort sind jede Menge Pflegeprodukte von L&R da. Dann haben wir hier noch eine alte Zeitung von ,1998. Hier ist auch noch jede Menge da. Das sind überall Kalender, überall ja, Pferdekataloge, Pferdezeitschriften, Pferdebücher. Also es war wahrscheinlich so ein, ja, ein etwas kleinerer Reithof. Da liegen auch noch jede Menge Schränke und der Schrank ist auch noch voll. Und auch der ganze Boden ist komplett voll mit Müll. Hallo, hallo Vera, ich habe mich über deine Karte sehr gefreut, so dass ich dir kurz viele Grüße übersenden möchte. Grüß. Wie auch immer. Auf jeden Fall ist da komplett noch alles da. Da sind auch noch Putzutensilien, Wildlegerpflege. Dann haben wir hier noch einmal hier noch etwas anderes. Also sieht auf jeden Fall ziemlich stark nach so einem Reithof aus. Da vorne ist noch ein Vogelhaus und hier ist auch noch so ein etwas, ja, so eine Art, glaube ich, Küche. Dort sind jede Menge Tassen und der Kühlschrank, da haben wir gerade schon reingeguckt, Leute. Haltet euch fest, ich muss meine Nase eben zuhalten. Und zwar, schaut euch das mal an. Oh, Leute, das ist eklig, ey. Der ganze Kühl, boah, die ganze Gefriertruhe ist noch komplett voll, was Lebensmittel betrifft. Jetzt komme ich hier noch in einen etwas, ja, gleicheren Raum. Wie ihr seht, ist auch noch alles komplett da. Jede Menge Reitboxen. Und da hinten sind auch noch alles voll Kalender und alles ist noch komplett da. Und es stinkt hier wie aus Eimern. Alte Leitern und halt jede Menge Produkte von L&R. Wie gesagt, mein Bruder ist auch am Start. Der versteckt sich gerade hinter der Tür. Noch ein alter Staubsauger und jede Menge Fotoalben, die ich jetzt aus Datenschutzgründen jetzt nicht zeigen werde. Jetzt müssen wir auf jeden Fall mal gucken, wo wir gerade mal langlaufen. Und jede Menge, ja, Besteck. Englischwörter. Monsieur Ibrahim, oh, das ist irgendein Buch aus dem Koran. Also Leute, ich weiß auch nicht, was das hier ist. Französisch. Medikamente liegen hier. Das kommen sozusagen in den kleinen Flur rein. Dort hängen noch jede Menge Taschen. Auch dieser Schrank, der ist komplett voll. Also entweder war das mal so ein Reithof, wo das war auf jeden Fall mal zum Schluss jetzt so ein Messi-Haus, weil schaut euch das mal komplett mal an hier. Der ganze Raum ist vollgestellt. Das ist richtig unheimlich, wie das hier aussieht. Noch eine alte Autobatterie, man hat. Nee. Weidezaun, das ist doch so, das ist eine Batterie für die Pferdezäune, für die Pferdekoppeln. Und ich bin ja sowieso einer, der sich mit Reiten auskennt, weil ich ja selbst über 6 Jahre geritten bin. Auf jeden Fall sehr, sehr übel. Noch eine Regenjacke unten, alte Epson-Drucker. Ich werde mich jetzt nicht wagen, in diesen Raum reinzugehen, wo der Boden schon zusammengefallen ist. Reitschäpsel sind da, da ist auch noch Pferdesalbe, Hufsalbe. Ist auf jeden Fall, ja, sehr, sehr gruselig. Da hinten sind auch noch Sachen und eine Tür, aber ich weiß nicht, wie weit wir da noch hingehen können. Das möchte ich auch ehrlich gesagt nicht austesten. Wie ihr vielleicht das letzte Video vielleicht gesehen habt, ist der Boden hier auch schon komplett runtergekommen. Jede Menge Fotoalben. Ich frage mich, was mit dieser Familie hier passiert ist. Dass man alles, was hier liegt, dass das alles ja sozusagen zurückgelassen wurde.
Jede Menge Schränke. Ein alter Backofen steht hier noch und wie ihr seht, die Tapeten, die wurden schon abgekratzt hier. Also es ist für mich ein ziemlich komischer Ort, weil ich jetzt einen Schaum im Rücken habe, weil ich an dieses Pferdeskelett denke, was ihr gleich noch sehen werdet. Für mich war das vielleicht auch so ein altes, ja, Schlafzimmer oder beziehungsweise auch Kinderzimmer. Und dann haben wir hier auf jeden Fall noch so ein etwas so Waschraum mit Waschmaschine und Trockner, Kaffeemaschine, wo man auch vielleicht auch die Wäsche aufhängen konnte. Also ist auch noch komplett alles da. Und ich glaube, der Strom, der sollte, nee, der ist auch nicht mehr da. Jo. Und danach dieses, ja, alte Badezimmer, was auch, wo die Badewanne auch komplett vollgestellt ist. Gummistiefel, alte Kanister. Ja. So, jetzt sind wir hier in der alten Steigasse und da vorne seht ihr auch schon das riesengroße Pferdeskelett. Oh, ich habe einen tauben Rücken. Und er ist natürlich auch dabei. Was sagst du denn hier zu dem Lost Place hier? Oskar, das ist schon echt Das ist eklig. richtig widerlich. Ich hatte noch nie eine Location, wo wir so alte Pferdeskelette gesehen haben. Also mir ist richtig schlecht. Oh. Nee, also Leute. Schaut euch das mal an. Schaut euch das mal an. Ein zweites Skelett und mir ist richtig schlecht, ey. Und da vorne, hier liegt auch der Kopf. Also Leute, mir ist richtig schlecht, ist mir. So, und ich hoffe, euch natürlich hat das Video gefallen. Wenn ihr lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke, schreibt was in die Kommentare, was ihr zu diesem Lost Place sagen wollt, beziehungsweise auch zu den Pferdeskelettern, die liegen. Ich finde es ziemlich eklig, hatte noch nie eine Location, die wirklich so eklig war wie diese. Und würde ich sagen, schaut bei uns alle drei auf Instagram, so wie bei meinem Bruder auf YouTube vorbei. Und würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.